Mit hochmodernen 3D-Laserscanner wird die Bahnstation Bredan ausgemessen. So können auf den Zentimeter genaue Pläne erstellt werden. Der Andrea Koch ist Geomatiker und hat die letzten 3 Wochen in Bredan die Bahnstation vermessen. Das verlangt eine sorgfältige Planung. Die Geräte müssen sauber bleiben, sprich jetzt im Aussenbereich, wenn es anfangen zu regnen wird oder so, dann ja, müssen wir wieder flexibel das Ganze handhaben und im Innenbereich zügeln, sprich im Innenbereich Grundrissaufnahmen machen. Es ist vor allem eine genaue Arbeit. Der 3D-Laserscanner misst rund um sich in einer Sekunde über 1 Million Punkte. Probleme gibt es keine während der Vermessungen. Als wir eben längere Zeit da waren, konnten wir eben tiptop ausweichen, sprich eben Wetterabhängigkeit für die Aussenaufnahmen. Somit hat man, wenn es schön Wetter war, im Aussenbereich aufgenommen und dann im Wüstenfall sind wir hinter ins Haus rein. Sobald ein Teil vermessen ist, kann der Andrea Koch die Aufnahmen direkt am Computer anschauen. Gebraucht werden die Pläne dann von RHB. Der Christian Florin ist Chef der Infrastruktur. Damit der Neubau vom Albula-Tunnel auch von Bern genehmigt wird, muss er einen klaren Plan vorlegen können. Es ist so, dass wirklich ein neuer Tunnel neben dem alten erstellt wird, 30 Meter Abstand circa. Der alte Tunnel lässt man stehen und dort dann so leicht sanieren, dass man mit Feuerwehrauto, mit Unterhaltsauto dort hineingehen. Der hat in Zukunft keine Schienen mehr, der hat dann einfach einen Belag drin. Der Projektleiter Daniel Gantabay hat bereits die ersten Pläne für die Bahnstation Bredan. Weil der Bahnhof nach aktuellem Stand 30 Meter verschoben wird, ist es wichtig, exakte Aufnahmen von heute zu haben. Gerade auch mit dem ganzen Label UNESCO, Weltkulturerbe, muss man allenfalls auch gewisse Elemente, also sprich einen ganzen Bahnhof, allenfalls so wie er ist, verschieben. Und wir tun eigentlich die Ist-Aufnahmen jetzt machen, die Zustandsaufnahmen, damit man eben nachher das rekonstruieren kann, wenn man in die Planung hineingeht. Der Spatenstich vom Neubau soll im Jahr 2014 sein. Wenn alles nach dem Zeitplan verläuft, wird der neue Albula-Tunnel im Jahr 2021 komplett fertig sein.